In den USA infizieren sich immer mehr Menschen mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Gleichzeitig lassen sich immer weniger Menschen impfen. Zumindest für Bundesangestellte verschärft jetzt Präsident Joe Biden die Vorschriften. Die Wahrheit ist, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser sind wir als Nation geschützt und können wieder sicher und verantwortungsvoll öffnen. Wir sind noch nicht über den Berg, denn wir haben in Amerika eine Pandemie der Ungeimpften. Ich sage es noch einmal, eine Pandemie der Ungeimpften. Alle 4 Millionen Bundesangestellten und Mitarbeiter von Vertragspartnern müssen ihre vollständige Impfung nachweisen. Andernfalls müssen sie bei der Arbeit ununterbrochen Maske tragen und sich 1 bis 2 Mal pro Woche testen lassen. Als Anreiz für Impfmuffel empfiehlt Biden den Bundesstaaten und Kommunen, $100 Prämie zu zahlen. Die Leute zu bezahlen, damit sie sich impfen lassen, mag unfair gegenüber jenen klingen, die bereits geimpft sind. Wenn aber Anreize helfen, dieses Virus zu besiegen, dann sollten wir sie nutzen. Wir alle profitieren davon. Die Debatte über eine Impfpflicht ist in den USA im vollen Gange. Mehrere Unternehmen wie die Internetkonzerne Google und Facebook haben bereits Fakten geschaffen und verpflichten ihre Mitarbeiter zu einer Corona-Impfung, wenn sie im Büro arbeiten.